meine lieben Leute. Willkommen hier, pardon, im Hotel Ubu, beziehungsweise vor dem Hotel Ubu. Ne? Die beiden Gangster haben uns letztes Mal stumpf umgebracht. Ne? Wir sind als Fischfutter in der Seine gelandet und ja, aber ne, beim zweiten Mal habe ich es dann besser gemacht, ne? Weil ne, wir haben die Schriftrolle erstmal, die haben danach gesucht. Wir wussten das zwar nicht, aber ja, da sitzt noch der Nobelpreisgewinner da, ne, irgendwo. Und, ne? Da ist die Schriftrolle. Falls Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Pardon. Back in Nikos Apartment. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Das ist viel besser, viel besser. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Ja. Hat er sie Plantard weggenommen? Hm. Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Ja. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Tempelritter? Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Mhm. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden. Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Denk daran, George, dass ein Mensch schon dafür sterben musste, wie du selbst gesagt hast. Außerdem ist das Pergament brüchig. Okay, okay, das hat mich überzeugt. Du kannst es hier behalten. Okay, ich muss dazu sagen, Leute, das ganze Tempel-Dings da bumst haben, was es hier auch sehr, sehr intensiv geht, ist durchaus sehr, sehr gut recherchiert. Das heißt, da sind viele Fakten und Daten und Eckdaten und geschichtliche, historische Informationen drin, die tatsächlich echt, also das, was man historisch weiß, den Tatsachen entsprechen. Das ist echt toll gemacht. Also wer sich mit den Tempelrittern schon mal beschäftigt hat, der weiß, ne, auch Jacques Molin und so, die hat es alle gegeben, auch die Zeit und die Geschichte so von wegen, ne? Das ist toll gemacht, also das muss ich sagen, das ist, also ich habe viele dann auch schon mal so Dokumentationen über die Templer gesehen und da habe ich sehr oft an George Stoppard und an Baphomets Fluch denken müssen. So, pass mal, wir gucken uns hier in den Koffer nochmal rein. Mhm. Ich habe Plantards Aktentasche im Hotelzimmer des Killers gefunden. War nichts drin. Sie war natürlich leer. Ja. Okay, dann gucken wir uns mal die Handschrift an. Schauen wir uns die Schriftrolle mal genauer an. Genau. So. Okay. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Wir brauchen Hilfe, George. Okay. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Mhm. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Lobineau.
Puh, ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Okay. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Okay. So, ja, André Lobineau, ne, den werden wir noch kennenlernen. Und der wird uns auch im zweiten Teil noch begleiten. Und gut, wir gucken uns das Ganze an. Also hier haben wir, das ist ein Typ, der irgendwie einen Schwert in der Hand hat. Das ist ein großer Diamant, ein Dreibein und ein Stier mit einem Ring in der Nase. Hier ist irgendwie, ne, der hat eine Kugel in der Hand, ne, und ja, aha. Hier ist eine Dame, die guckt irgendwie in den Spiegel, ne, und sieht man da schon Waffen mit, ich weiß gar nicht, hat einen Kamm und so weiter, aha. Und hier ist einer am Weben dran, ne, ist bei der Schifffahrt, ne, am See und Meer oder was, ne. Hier ist ein Engel, was am Tröten und ja, hier stehen schöne Schriftzeichen, die ich nicht interpretieren kann, aber hier das nicht. Wir gucken mal da rein, Arthur. Hier ist mal die Lady hier im Spiegel. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Baphomet. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Hm. Sie sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. George. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Okay, naja. So, dann gucken wir uns mal hier den Ritter mit der Kugel da an, ne? Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Mhm. Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Oh. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ich wusste gar nicht, dass die amerikanischen Juristen, Juristen, dass die Latein brauchen. In Deutschland war das, glaube ich, mal so. Ich glaube, mittlerweile auch nicht mehr. Ich brauchte damals für mein Studium 3 Scheine in Latein. Das hat mir auch gereicht. Ne? Aber per Disziplin mehr, lux videbis. Durch meine Lehren wirst du das Licht sehen. Gut, dann haben wir den Onkel am Strand am Weben. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Ja. Oder eine Steppdecke. Oder ein... Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Räumerdeckchen. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Okay. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Hat sie recht. George hat sie recht. Ne? Der Bulle da, ne? Das Dreibein und ein Diamant, oder was ist das? Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Ja, dann haben wir jetzt mal alles gesehen, gehen wir wieder raus. Okay, ja, das haben wir noch gar nicht gezeigt, genau, Club Alamut. Dieses Streichholzbriefchen habe ich im Hotelzimmer des Killers gefunden. Es ist aus dem Club Alamut. Nie davon gehört. Steht etwas drin? Nein, was erwartest du denn? In einem Film käme an dieser Stelle eine weitere Spur, ein Name oder eine Adresse. Das ist nutzlos, es sind noch nicht einmal Streichhölzer mehr drin. Oh, naja, ich behalte es als Souvenir. Das ist eine weise Entscheidung, lieber George, denn im Orient wird uns das Teilchen noch große Dienst. Ja, wir fahren auch in den Orient, liebe Leute. Das wird passieren. Haben wir den Kanaldeckel eigentlich mal gezeigt? Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Mhm. Faszinierend, George. Faszinierend. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Nicht wirklich. Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ja, der Job. Es gibt Jobs, die müssen erledigt werden. So, pass mal auf, wir haben jetzt die Adresse von Museum Croon und da gehen wir, glaube ich, mal hin. Vielleicht schaue ich mal beim Museum in Croon vorbei. Mhm. Es wird dir sicherlich weiterhelfen, George. Okay. Na, Blumenlady, immer noch da. Wir kommen später nochmal wieder. Können wir da eigentlich noch irgendwas reden? Oder ist es, das würde mich ganz interessieren. Habe ich lange nicht gemacht. Ich habe es ja lange nicht gespielt. Oh, hi. Hi. Hallo, mein hübscher Freund. Hallo, mein hübscher Freund. Nee, das ist... Vielleicht kennt die Club Alamut. Können Sie mir etwas über dieses Streichholzbriefchen sagen? No, nicht direkt. No. Nur eines. In Paris gibt es keinen Club Alamut. Ah. Die Dame kennt sich aus. Hast du den Vogel schon mal gesehen? Ja? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto?
Wow, was für ein Kerl. Er ist ein Killer. Mhm. Das kann ich sehen. Seine Augen sagen alles über ihn. Ja. Und, ja, dann gehen wir mal. Wir gehen mal. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Naja, ich meine, wir gehen jetzt mal ins... Wir gehen ins Museum, Baby, ne? Dann gucken wir mal, was da so gedroschen ist. Im Musée de la Croon. Croon? Musée de Croon? De Croon? 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 Da, Musée Croon. Einfach ohne die, einfach Croon. La Rue du Mont, ne? Das ist, ne? Da war das Hotel, da müssen wir nicht mehr hin. Dann hier ist das U-Boot, ne? Was war denn da nochmal? Ah, das ist das Café. Da können wir gar nicht mehr hin. Das ist abgehakt, das U-Boot ist auch abgehakt. Musée de Croon. Okay, gehen wir mal. Wir gehen jetzt ins Museum, liebe Leute. Ne? Seid, ne? Ich hoffe, ihr habt eure Sachen alle mitgenommen und wir gehen jetzt mich in Sightseeing machen. Wir gehen jetzt den Tagesausflug ins Museum. Schön, was haben wir da? Durch das schmutzige Glas kann ich mehrere große Schatten in einem düsteren Raum sehen. Ich habe keine Ahnung, worum es sich dabei wohl handeln könnte. Ach, diese Musik. Ich überlege, ob ich meine Faust durch das Glas donnern, das Fenster aufreißen und dann triumphierend ins Gebäude springen sollte. George, das doch dann denke ich, nein, das ist doof. Das außerdem könnte ich mir wehtun. Ja, das ist selbst für amerikanische Verhältnisse ein wenig übertrieben. Finden wir nicht? So. Das ist das Museum hier, ne? Da gehe ich mal von aus, weil er zeigt die Hand hin, da sollen wir hingehen. Ne? Machen wir mal, ne? Und schönes Museum. Mhm. Oh. Das sieht aus wie das Dreibein, Freunde. Was auf dem... In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Mhm. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Irland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Ah. Irland. Irland. Was ist? Was? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Irland. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Ich auch. Wieso nicht laut sprechen? Hier ist keine Sau, Alter. Nimm mal rechts mal. Die Vitrine enthält das Dreibein, das in der Schriftrolle beschrieben war. Ja, wir gucken uns jetzt mal ganz in Ruhe um hier. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht. Aber die Vitrine ist abgeschlossen. George, deine kriminellen Anwandlungen machen mir Angst, ehrlich gesagt. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als... Die Statue hat es echt nicht verdient, von so einem Banausen wie mir herumgeschubst zu werden. Stimmt, das haben wir gut erkannt. Also, eine schöne Vase. Die Vase ist leer. Okay, hier ein schöner Wandteppich. Ein so seltenes und wunderschönes Objekt zu berühren wäre barbarisch. Barbarisch. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Was? Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Okay, dann sind wir hier im Sarkophag. Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Okay, was, da können wir was machen? Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. 3000 Jahre alt. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Oh, da können wir was machen. Aber schön hier, ne? Mr. Zuge, ne? Tolle Sachen und es ist ein tolles Museum. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Machen das mal. Mal Vorsicht! Aus. Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Oh. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was? Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur. Aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht. Zum lachenden Büffel. Oh. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen.
Okay. Das ist ein. War denn sonst hier noch irgendwas? Da kommen wir wieder raus. Kann man den Fisch uns mal angucken? Angucken. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Okay, dann. Können wir dann damit irgendwas machen mit dem Dreibein? Aber, non, Monsieur, non. Was ist los? Sie dürfen die Gegenstände nicht berühren. Nicht berühren? Tut mir leid. Berühren? Wer kennt die SpongeBob-Folge, wo sie irgendwo nichts anfassen dürfen und dann wird er immer berühren. Berühren. Ich sag jetzt mal, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier werden wir denen noch in der nächsten Folge einiges reißen können. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind George Stobbart. Berühren.